Sehr geehrter Herr Dr. Poschardt, lieber Herr Dr. Gerhardt und damit auch liebe Freunde der Friedrich-Naumann-Stiftung, lieber Christian Lindner, meine Damen und Herren, ich bin etwas zu spät gekommen und habe deswegen mir erlaubt, heimlich Ihre Rede schon mal zu lesen, Ihr Vortrag, weil ich dachte, du kannst hier nicht kommen und daher die Hälfte nicht mitbekommen. Und da hatten Sie einige Beispiele gebracht, das Thema, dass Charlie Chaplin den Diktator und seine Rede ja fast persiflierte, das Gute diktatorisch vorzutragen. Sie haben gesprochen von Maradona 1986, von Siena. Und das Schöne ist, wenn man am Schreibtisch sitzt, geht man in den Computer, geht bei YouTube rein und kann sich das alles nochmal anschauen. Ich fand das sehr spannend, dass Sie diesen Bogen geschlagen haben, wenn es um die Freiheit geht. Und dann auch an einem solchen Abend, nämlich am 11. September, was nun das Zeichen geworden ist, der westlichen Welt auf den Angriff der Freiheit, der freien Welt, aber auch Folgen hatte, dass vieles entstanden ist seitdem, weil es eigentlich der Freiheit aus Angst, sie zu verlieren, sie wiederum einbindet. Sie sagten in Ihrer Ausführung Freiheit, das Wort Freiheit sollte man ehren und mit Bedacht und Vorsicht einsetzen und den Begriff nicht dekonstruieren in der politischen Sprache. Nun bin ich Bürgermeisterin dieser Stadt, bin natürlich durch und durch politisch und wenn ich sehe, wie viele heute gekommen sind, um die Rede zur Freiheit zu hören, dann denke ich am Vorabend des 12. September daran, dass morgen vor 6 Jahren die Stadt Düsseldorf wirtschaftlich schuldenfrei geworden ist und wir dadurch auch in eine gewisse Freiheit gekommen sind, nämlich selbstbestimmt zu entscheiden, was wir mit dem Geld, was wir erwirtschaften, anfangen können, nämlich freiwillig anfassen können. Und ich glaube, dass dieses Stück Freiheit auch ein Stück ist, um in einer Kommune selbstbestimmt leben zu können. Ich danke Ihnen sehr, lieber Herr Dr. Gerhardt, dass Sie mit der Friedrich-Naumann-Stiftung in diese freie Stadt Düsseldorf gekommen sind heute Abend. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Poschardt, für Ihre Ausführungen, die ich nur empfehlen kann. Ich hatte ja den Vorteil, sie vorher zu lesen und dann zu hören, sie nochmal nachzulesen, weil da wirklich bemerkenswerte Dinge dabei sind, die man gegebenenfalls auch anderweitig natürlich sauber zitiert wiedergeben könnte. Und ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie so zahlreich, freiwillig hierher gekommen sind. Das beweist mir und macht Mut, dass es viele Menschen, viele Freunde der Freiheit gibt und auch viele, die sich auf den Begriff Freiheit einlassen. An so einem solchen Abend, ein solch volles Haus bei diesem doch anspruchsvollen Thema, das ist bemerkenswert. Für die, die es organisiert haben, Gratulation und Ihnen von Herzen Dank, dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben, nach Düsseldorf zu kommen.